Easy Money von Margarete Honisch. Willkommen zu einem lohnenden finanziellen Abenteuer, dein Weg zum Wohlstand. Erinnerst du dich an dein altes Sparbuch aus Jugendtagen, das Festgeldkonto mit mickrigen Zinsen oder das Geld, das unter deinem Kopfkissen versteckt ist? Du hast wahrscheinlich schon erkannt, dass der Weg zum Reichtum für Normalverdiener auf diese Weise nicht realistisch ist. Noch schlimmer, die Inflation mindert den Wert unseres hart verdienten Geldes, was bedeutet, dass wir eigentlich ständig ärmer werden. Und die staatliche Rente in einer alternden Gesellschaft ist auch keine zuverlässige Lösung. Aber was sind die Alternativen? Wenn du im Alter ein angenehmes Leben führen möchtest, ohne deinen Kindern auf der Tasche zu liegen, musst du aktiv werden und den Mut fassen, in den Aktienmarkt einzusteigen. Und je früher du diesen Schritt wagst, desto besser. Die nachfolgenden Kapitel zeigen dir, dass du kein Mathe-Genie oder Bankexperte sein musst, um dich vom chaotischen Kontoinhaber zu einem erfolgreichen Aktionär zu entwickeln. Dies ist möglich, wenn du über das richtige Wissen und die richtige Einstellung zum Geld verfügst, ganz ohne schlaflose Nächte und Ängste. Das Beste daran? Du musst nicht einmal deinen Alltag drastisch ändern, um erfolgreich in kleine Beträge zu investieren. Also, verschwende keine Zeit und wage den ersten Schritt. In den kommenden Abschnitten erfährst du, warum ein bisschen Geldgier nicht das Ende der Welt bedeutet, wie du dich selbst überlisten kannst, um nicht in finanzielle Fallstricke zu geraten, und warum Geld dir nicht nur ein längeres Leben, sondern auch mehr Glück verschaffen kann. Kernaussage 1: Geld, das du nicht investierst, verliert an Wert. Hast du in letzter Zeit überprüft, wie viel Zinsen deinem Konto gutgeschrieben wurden? Wahrscheinlich nicht, und das ist verständlich. Das Ersparte vieler Menschen schrumpft aufgrund der Inflation und der Niedrigzinsphase. 2018 standen durchschnittliche Kontozinsen von lediglich 0,19% einer Teuerungsrate von 1,8% gegenüber. Nicht nur die Zinsen schwinden, sondern auch die arbeitende Bevölkerung schrumpft in vielen europäischen Ländern. Das stellt ein Problem dar, denn beispielsweise das deutsche Rentensystem basiert auf dem Umlageverfahren, bei dem die heutige arbeitende Bevölkerung die Renten der aktuellen Rentner finanziert. In einer alternden Gesellschaft mit immer weniger Arbeitnehmern fließt folglich weniger Geld in die Rentenkassen, während die Anzahl der Rentner steigt. Eine angemessene Rente in 30 Jahren ist daher kaum zu erwarten. Schon 2018 erhielten Rentner in Deutschland durchschnittlich nur 864 Euro pro Monat. Kein Grund zum Jubeln. In Anbetracht dieser Herausforderungen ist es entscheidend, eine alternative Methode zu finden, um Geld für die Zukunft anzulegen. Das Bargeld, das wir in den Händen halten, hat an sich keinen Wert. Sein Wert ist genauso abstrakt wie die Bauwerke und Brücken auf den Euroscheinen. Wenn wir Geld investieren, verwenden wir es heute, um Vermögenswerte zu erwerben, die uns in der Zukunft Erträge bringen können. Ein Auto oder ein Telefon sind keine Investitionen, sondern finanzielle Verbindlichkeiten. Sie kosten Geld und verlieren rasch an Wert. Wenn du deinen Wohlstand vermehren möchtest, sind solche Verbindlichkeiten genauso wenig sinnvoll wie das Parken von Geld auf einem Nullzinskonto, wo es seinen Wert kontinuierlich verliert. Die Mehrheit der deutschen Sparer hat dies bisher nicht erkannt. Obwohl sie im Durchschnitt etwa 10 bis 17% ihres Einkommens sparen, befinden sich 36,4% dieser Ersparnisse auf Sparkonten, Tagesgeldkonten und Festgeldkonten, was finanziell wenig klug ist. Lediglich 6,7% des deutschen Vermögens werden in Aktien investiert. Im Gegensatz dazu investiert in den Niederlanden etwa ein Drittel der Bevölkerung in Aktien und in Großbritannien sind es ein Viertel der Menschen. Die Deutschen hängen zu sehr an ihren Sparbüchern und haben Angst vor Aktien und anderen Anlageformen. Um diesen Status quo zu ändern, bedarf es eines veränderten Money Mindsets, einer neuen Denkweise in Bezug auf Geld. Kernaussage 2: Geld hat einen schlechten Ruf, kann aber durchaus zu einem längeren und glücklicheren Leben verhelfen. Obwohl Geld in unserem Leben allgegenwärtig ist, sprechen wir nur ungern darüber. Sogar unter engen Freunden bleibt Geld ein Tabuthema. Laut einer Umfrage traut sich nur knapp ein Drittel der Befragten, mit ihren besten Freunden über Geld zu sprechen. Wer den Wunsch hat, mehr aus seinem Geld zu machen, wird oft als geldgierig abgestempelt und scheinbar als Sünder betrachtet. Andererseits werden Sparsamkeit und Genügsamkeit in allen vier Weltreligionen gepredigt. Die Ironie dabei ist, dass die katholische Kirche steinreich ist und der größte Grundbesitzer in der westlichen Welt. Sie investiert ihr Vermögen selbstverständlich in Aktien.
Trotz des schlechten Rufes kann Geld unser Wohlbefinden steigern und zu einem längeren Leben beitragen. Statistisch gesehen lebt eine wohlhabende Zahnärztin etwa 15 Jahre länger als ihre ärmsten Kunden. Ständiges Grübeln darüber, wie man die Miete oder die nächste Ratenzahlung für das Auto aufbringen soll, führt zu Kopfschmerzen, Übelkeit, Schlafproblemen und verminderter Lebensqualität. Dieses Syndrom hat sogar einen Namen: Money Sickness Syndrome. Laut einer Studie leiden 43% der Briten an gesundheitlichen Beschwerden, die durch Geldsorgen verursacht werden. Daher müssen wir lernen, offener über Geld zu sprechen und unsere negativen Überzeugungen über Geld in positive Gedanken umzuwandeln. Geld verdirbt den Charakter? Denke an die zahlreichen Menschen, die spenden und Gutes bewirken. Geld hat das Potenzial, die Welt und auch dein eigenes Leben zu verbessern, ohne dass es dabei den Mittelpunkt deines Lebens darstellen muss. Wenn du bereit bist, dein Money-Mindset zu ändern und Geld mit neuen Augen zu sehen, überlege dir, wie du Gutes mit Geld bewirken könntest, wenn du in den kommenden Jahren Vermögen aufbaust. Damit deine Vision von einem glücklicheren Leben durch Geld realisiert werden kann, setze sie mit Hilfe der SMART-Methode um. SWI-spezifisch. Definiere ganz konkret, was du mit dem angesparten Geld erreichen möchtest, sei es eine Weltreise, eine Immobilie oder ein teures Hobby. M wie messbar. Setze einen konkreten Geldbetrag als Ziel. A wie attraktiv. Dein Ziel sollte dich motivieren und inspirieren. Vielleicht träumst du davon, mit 80 Jahren im sonnigen Süden zu leben. R wie realistisch. Setze dir Ziele, die herausfordernd, aber erreichbar sind, basierend auf deinem Einkommen und deinen Möglichkeiten. T wie terminiert. Lege ein zeitliches Limit fest, auf das du hinarbeitest. Mit der SMART-Methode kannst du deine finanziellen Ziele klar definieren und realisieren, um ein erfüllteres und glücklicheres Leben zu führen. Kernaussage 3. Mache einen Kassensturz und kontrolliere deine Ausgaben. Wenn du jetzt motiviert bist und eine positivere Einstellung zum Geld entwickelt hast, großartig. Bevor du jedoch mit dem Vermehren deines Geldes beginnen kannst, ist es möglicherweise notwendig zu sparen. Die Höhe deines Sparbedarfs hängt von deiner individuellen Situation ab. Denk daran, das ist vergleichbar mit dem Sport. Du würdest nicht einfach so einen Marathon laufen, ohne vorher zu prüfen, ob dein Körper dazu in der Lage ist. Übertragen auf deine finanzielle Verfassung bedeutet das, nimm deine Einnahmen und Ausgaben genau unter die Lupe. Besonders bei den Ausgaben lauern Fallen. Die größte Herausforderung bist du selbst, genauer gesagt dein Unterbewusstsein. Weißt du, was mentale Kontoführung ist? Wir teilen unsere Ausgaben unbewusst in Kategorien ein, die uns ein Gefühl von Kontrolle vermitteln. Nehmen wir an, du hast gerade ein teures Festivalticket gekauft. Wie wahrscheinlich ist es, dass du sofort Geld für weitere teure Konzertkarten ausgibst? Eher unwahrscheinlich, oder? Aber dass du nur ein paar Tage später ein teures Paar Schuhe kaufst, das du nicht unbedingt benötigst, ist vielleicht nicht auszuschließen. Dein Unterbewusstsein rechtfertigt den Schuhkauf, da er zur Kategorie Kleidung gehört, während das Festivalticket zur Freizeitkategorie gehört. Wenn das Steueramt dir eine üppige Rückzahlung überweist, suggeriert dir dein Gehirn, dass du ein Geschenk erhalten hast, das großzügig ausgegeben werden kann. Eine weitere häufige Falle ist als das Weber-Fechner-Gesetz bekannt. Es relativiert Geldbeträge. Wenn du gerade ein teures Handy gekauft hast, neigst du dazu, eine vermeintlich günstige, oft jedoch unnötige Versicherung abzuschließen, da sie im Vergleich zum Handykauf kaum ins Gewicht fällt. Beim Kauf eines Autos gibt man insgesamt so viel Geld aus, dass kleine Extras wie Sitzheizung oder eine Sonderlackierung, die nur ein paar hundert Euro kosten, oft unbeachtet bleiben. Dabei würdest du in anderen Situationen sicherlich länger darüber nachdenken. Deshalb ist es wichtig, dir bewusst zu machen, wofür du dein Geld ausgibst und dich vor größeren Anschaffungen ausreichend zu informieren. Am wichtigsten ist jedoch, nur das zu kaufen, was du dir tatsächlich leisten kannst. Eine gute Faustregel für dein Budget ist die 50-30-20-Regel. Verwende 50% deines Einkommens für lebensnotwendige Ausgaben wie Miete, Versicherungen, Lebensmittel und Transport. Wenn die Miete bereits die Hälfte deines Einkommens ausmacht, solltest du überlegen, ob das nicht zu viel ist. Verwende 30%, um deinen individuellen Lebensstil zu finanzieren, sei es für Schuhe, Kleidung, Restaurants oder andere Dinge, die dich glücklich machen. Die verbleibenden 20% investierst du in deine Altersvorsorge und den Aufbau von Vermögen. Wie genau das funktioniert, erfährst du im Folgenden.
Kernaussage 4. Nutze das magische Dreieck, um herauszufinden, welche Art der Geldanlage zu dir passt. Nachdem du dein Budget intensiv analysiert und möglicherweise Möglichkeiten zum Sparen gefunden hast, stellt sich die Frage, wohin mit dem ersparten Geld? Ein Girokonto ist zwar wichtig, aber kein idealer Ort für langfristiges Sparen. Tatsächlich parken 62% der Deutschen ihr Geld auf einem Sparbuch. Doch wie wir mittlerweile wissen, ist das Sparbuch als Geldanlage nicht empfehlenswert. Ein Tagesgeldkonto eignet sich gut für einen Notgroschen, idealerweise in Höhe von 3 Monatsausgaben, da das Geld vom Girokonto getrennt und dennoch schnell verfügbar ist. Aber auch hier sind die Zinsen gering. Die Lösung bietet das sogenannte magische Dreieck der Geldanlage, bestehend aus den 3 Kriterien Sicherheit, Rendite und Liquidität. Du musst entscheiden, welcher dieser 3 Faktoren für dich am wichtigsten ist. Möchtest du, dass dein Geld sicher vor Verlust geschützt ist, dir einen ansehnlichen Gewinn bringt oder jederzeit rasch verfügbar ist? Leider kannst du nicht alle 3 Faktoren gleichzeitig maximieren. Sicherheit und Rendite gehen auf Kosten der Liquidität. Wenn du Sicherheit und Liquidität wünschst, musst du bei der Rendite Abstriche machen. Wenn du dagegen auf Liquidität und Rendite setzt, leidet die Sicherheit. In jeder Anlageklasse sind also zumindest 2 der 3 Aspekte des magischen Dreiecks vorhanden. Konkret bedeutet das, Sicherheit und Rendite findest du am ehesten bei Anleihen und Festgeldkonten, wobei die Zinsen derzeit recht bescheiden sind. Sicherheit und Liquidität bietet das Tagesgeldkonto und Gold. Wenn du auf Liquidität und Rendite setzt, bieten sich Aktien, börsengehandelte Fonds und Kryptowährungen an. Wenn du in eine breite Palette dieser Anlageprodukte investierst, auch als Asset Allocation bezeichnet, deckst du alle Aspekte des magischen Dreiecks ab. In jedem Fall sollte deine Anlagestrategie, auch unter Berücksichtigung deiner Risikobereitschaft, sorgfältig geplant sein. Dein Alter spielt dabei eine Rolle. Wenn du jung bist, kannst du dir bei der Strukturierung deines Vermögens eher Fehler erlauben, da du noch Zeit hast, aus ihnen zu lernen. Wenn du jedoch kurz vor der Rente stehst, bist du auf dein Geld für den Ruhestand angewiesen. Auch dein Vermögensstand und familiäre Verpflichtungen beeinflussen deine Risikobereitschaft. Eines steht fest: Die Möglichkeiten, Geld anzulegen, sind nahezu grenzenlos. Kernaussage 5: Investiere nur Geld an der Börse, auf das du verzichten kannst. Wenn du dich dafür entschieden hast, den Aktienmarkt zu erobern, ist Besonnenheit und Geduld von großer Bedeutung. Dein Abenteuer an der Börse kann sich wie eine aufregende Achterbahnfahrt anfühlen, und in solchen Momenten sind Panikreaktionen das Schlimmste, was du tun kannst. Du wirst wahrscheinlich Zeiten erleben, in denen die Kurse stark fallen. In solchen Momenten musst du die Kursbewegungen ertragen und geduldig abwarten können, was auch als Buy and Hold bekannt ist. Trotz deines Wissens und deiner überlegten Entscheidungen darfst du nie vergessen, dass Glück immer eine Rolle spielt. Selbst die besten Analysten liegen nicht immer richtig. Daher ist es von höchster Bedeutung, nur Geld zu investieren, auf das du im Notfall verzichten kannst. Verschulde dich niemals, um in den Aktienmarkt einzusteigen, da dies schlaflose Nächte und finanzielle Probleme verursachen kann. Bevor du loslegst, musst du ein Aktiendepot eröffnen, um überhaupt an der Börse handeln zu können. Dies kann in 5 einfachen Schritten erfolgen, besonders wenn du volljährig bist und alles online erledigen kannst. Schritt 1. Vergleiche die verschiedenen Angebote für Aktiendepots mit Hilfe eines Vergleichsrechners im Internet und informiere dich über die günstigsten Gebühren. Achte dabei auf die Depotgebühr, die für die Verwaltung deines Aktiendepots anfällt. Ebenso wichtig ist die Ordergebühr, die beim Kauf oder Verkauf von Aktien anfällt. Informiere dich auch über die Sparplangebühr, falls du regelmäßig einen festen Betrag in Aktien investieren möchtest. Schritt 2. Nachdem du dich entschieden hast, füllst du ein Formular aus, in dem du unter anderem ein Referenzkonto für deine zukünftigen Gewinne angibst. Schritt 3. Der Anbieter deines Aktiendepots wird deine Identität überprüfen, was gesetzlich vorgeschrieben ist und oft per Videochat erfolgt. Vergiss nicht, dass dich dein Gegenüber sehen wird. Schritt 4. Du erhältst viele Unterlagen und Formulare, die du in Ruhe durchlesen und dich mit dem Aktiendepot und seiner Funktionsweise vertraut machen solltest. Schritt 5. Nun kannst du Geld von deinem Girokonto auf dein Aktiendepot überweisen. Beachte dabei, dass dein Aktiendepot wie dein Girokonto eine eigene IBAN hat. Vergiss auf keinen Fall, den Freistellungsauftrag zu erteilen, da Kapitalerträge wie Dividenden steuerpflichtig sind. Die Abgeltungssteuer beträgt derzeit 25%,
und wird automatisch von den Banken ans Finanzamt überwiesen. Mit dem Freistellungsauftrag kannst du jedoch bis zu 801 Euro steuerfrei verdienen. Herzlichen Glückwunsch, du hast jetzt ein Aktiendepot. Es fehlen nur noch die Aktien. Informationen darüber, wie du sie auswählst, findest du in unserem nächsten Beitrag. Kernaussage 6. Gehe bei der Aktienauswahl nach den drei Methoden Fundamentalanalyse, technische Analyse und Sentimentanalyse vor. Die Börse und der Aktienmarkt mögen auf den ersten Blick wie eine fremde Welt erscheinen, aber sie funktionieren im Grunde genommen ähnlich wie dein Supermarkt um die Ecke. Der Preis von Waren im Regal und der Wert von Aktien hängen nur bedingt von ihrem realen Wert ab. Viel wichtiger ist, wie viel Menschen bereit sind, dafür zu zahlen. Es geht also um das grundlegende Prinzip von Angebot und Nachfrage, das sowohl für Avocados im Supermarkt als auch für Aktien gilt. Anders als beim Einkaufen im Supermarkt, wo du deine Einkaufsliste basierend auf deinen Bedürfnissen erstellst, kann es am Aktienmarkt zunächst schwierig sein zu wissen, welche Aktien du kaufen sollst. Es gibt drei Methoden, die dir bei der Aktienauswahl helfen können: die Fundamentalanalyse, die technische Analyse und die Sentimentanalyse. Bei der Fundamentalanalyse versuchst du, den wahren Wert einer Aktie zu ermitteln, soweit dies möglich ist. Die Anhänger dieser Methode gehen davon aus, dass sich der reale Wert eines Unternehmens und der Marktwert seiner Aktien letztendlich angleichen werden. Die Fundamentalanalyse erfordert eine eingehende Untersuchung verschiedener Kennzahlen des betreffenden Unternehmens. Du versuchst herauszufinden, ob der aktuelle Aktienpreis den tatsächlichen Wert des Unternehmens angemessen widerspiegelt. Hierfür betrachtest du das Eigenkapital des Unternehmens im Verhältnis zum Marktwert und zur Anzahl der ausstehenden Aktien. Diese Analyse führt zum Kursbuchwertverhältnis. Je niedriger die Zahl ist, desto besser für Anleger, da sie darauf hinweist, dass der Aktienpreis den wahren Wert des Unternehmens besser widerspiegelt. Ein weiteres wichtiges Kennzahl ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis, PE-Verhältnis. Dieses Verhältnis hilft dir, den Aktienpreis in Bezug auf den Gewinn je Aktie zu setzen. Wenn du dich intensiver mit dem Thema auseinandersetzen möchtest, kannst du auch das Kurs-Cashflow-Verhältnis und andere Kennzahlen studieren. Wenn dir dies zu kompliziert erscheint und du eher ein visueller Typ bist, dann kannst du die technische Analyse ausprobieren. Hierbei untersuchst du die Kursverläufe von Aktien, um daraus Schlussfolgerungen über ihre zukünftige Entwicklung zu ziehen. Während die Fundamentalanalyse dazu dient, die richtigen Aktien zu identifizieren, hilft die Chartanalyse dabei, den idealen Zeitpunkt für den Kauf festzulegen. Die Sentimentanalyse, die dritte Methode zur Aktienauswahl, konzentriert sich nicht auf das Unternehmen oder den Zeitpunkt, sondern auf die Marktteilnehmer und die Stimmung am Markt. Hierbei geht es darum, Trends und die aktuellen Präferenzen der Anleger zu identifizieren. Idealerweise solltest du alle drei Methoden vor dem Kauf einer Aktie anwenden, um eine fundierte Entscheidung zu treffen. Du stehst kurz davor, Aktionär zu werden, aber es gibt noch einige weitere Überlegungen, die du vorher anstellen solltest, bevor du loslegst. Kernaussage 7. Investiere in ein breit gefächertes, buntes Aktienportfolio. Die Möglichkeiten zur Investition sind schier endlos, von Solarunternehmen in Australien über Tech-Startups in Indien bis hin zu Getränkeherstellern in Südamerika. Jedes Jahr gehen etwa 1500 Unternehmen an die Börse. Dennoch neigen die meisten Menschen dazu, in mittelständische Unternehmen aus ihrer eigenen Region zu investieren, was als Home Bias oder Heimatmarktneigung bekannt ist. Ein weiterer verbreiteter Fehler ist der Sektoren-Bias. So investieren die Deutschen trotz des Dieselskandals immer noch gerne in Automobilaktien, da der Automobilsektor als besonders lukrativ und erfolgreich angesehen wird. Es ist jedoch ratsam, dein Aktienportfolio auf verschiedene Länder und Branchen auszudehnen, da Diversifikation der Schlüssel zum Erfolg ist. Wenn es mit einer Aktie nicht so gut läuft, steigt vielleicht der Wert einer anderen. Ist ein Land in einer Wirtschaftskrise, kann eine andere Region unerwartet florieren. Setze also nicht alles auf eine Karte. Ein Motto, das dir auch bei der Diversifikation deiner Investitionsarten hilft. Es gibt eine Theorie, die besagt, dass 60% deines verfügbaren Geldes in Aktien, 25% in Anleihen und 15% in Rohstoffe investiert werden sollten. Junge Anleger können jedoch auch gerne 70% in Aktien anlegen. Da die wenigsten von uns sofort über eine große Summe Geld verfügen, bieten börsengehandelte Fonds, auch Exchange-Traded Funds, ETFs genannt, eine ausgezeichnete erste Investitionsmöglichkeit.
Stelle sie dir vor wie eine bunte Mischung verschiedener Bonbons aus einem alten Süßwarenladen. Ein ETF ist im Grunde eine Beteiligung an einem Portfolio verschiedener Aktien. ETFs haben den Vorteil, dass sie nicht aktiv zusammengestellt und verwaltet werden müssen, sondern sich an einem Index orientieren und langfristig weniger Kosten verursachen. Ein DAX-ETF enthält beispielsweise Anteile von allen 30 deutschen Unternehmen, die im DAX gelistet sind. Selbstverständlich kannst du auch in ETFs des amerikanischen Dow Jones oder des französischen CAC 40 oder in Fonds anderer Länder investieren. Es gibt auch ETFs, die nach Branchen geordnet sind, wie Landwirtschaft, Gesundheitswesen oder Technologie. Einige investieren sogar in ETFs zu Themen wie Waffen, Glücksspiel oder Pornografie. Die Vorteile von ETFs liegen auf der Hand. Schon mit wenig Geld kannst du ein diversifiziertes Portfolio aufbauen, das in der Regel gute Renditen bringt. Jetzt musst du nur noch entscheiden, ob du einmalig investieren möchtest oder einen ETF-Sparplan für eine feste monatliche Investitionssumme einrichten willst. Viele Anbieter ermöglichen bereits Investitionen ab 25 Euro pro Monat. Doch wie sieht es mit Investitionsmöglichkeiten jenseits von ETFs aus? Was gibt es dabei zu beachten? Kernaussage 8: Ein paar Dinge solltest du beachten, wenn du in Anleihen und Rohstoffe investierst. Wenn du deinem diversifizierten Portfolio noch einige besonders risikoarme Anteile hinzufügen möchtest, sind Anleihen eine gute Option. Anleihen werden auch als Bonds, Pfandbriefe, Obligationen oder Renten bezeichnet. Im Wesentlichen machen sie dich zum Gläubiger, wobei du Geld nicht an einen Freund, sondern beispielsweise an den deutschen Staat verleihst. Als Gegenleistung für deine Hilfe erhältst du regelmäßig Zinsen, die bei Anleihen Coupons genannt werden. Der große Vorteil von Staatsanleihen besteht darin, dass sie dein Anlagerisiko senken, da Staaten als äußerst verlässliche Schuldner gelten. Leider bieten sie in der Regel auch eine niedrigere Rendite. Die drei gängigsten Arten von Anleihen sind Staatsanleihen, Pfandbriefe und Unternehmensanleihen. Staatsanleihen werden nicht nur von der Bundesrepublik Deutschland, sondern auch von Bundesländern, Städten und Gemeinden herausgegeben. Deutsche Staatsanleihen gelten als sehr sicher und werden derzeit mit einem AAA-Rating bewertet, was auf eine ausgezeichnete Bonität hinweist. Pfandbriefe sind Kredite, die in die Finanzierung von Immobilien fließen und als äußerst sicher gelten, da sie durch einen realen Gegenwert abgesichert sind. Bei Unternehmensanleihen, den sogenannten Corporate Bonds, solltest du vorsichtig sein. In Zeiten von Niedrigzinsen stellt sich die Frage, warum Unternehmen keine Kredite von Banken aufnehmen und stattdessen Anleihen ausgeben. Außerdem ist bei Anleihen zu beachten, dass du dein investiertes Geld erst am Ende der Laufzeit zurückerhältst, sofern der Emittent der Anleihe in der Zwischenzeit nicht bankrott gegangen ist. Achte daher unbedingt auf entsprechende Bonitätsbewertungen. Wenn du in Rohstoffe investieren möchtest, kannst du beispielsweise in Gold investieren. Gold gilt immer noch als vergleichsweise krisensichere Anlage, die wahrscheinlich nie gänzlich wertlos wird. Physisches Gold hat den Vorteil, dass es nach einem Jahr steuerfrei gehandelt werden kann. Du kannst es in deinen Händen halten, unter deinem Bett verstecken oder in einem Banktresor aufbewahren. Alternativ dazu kannst du auch in schwarzes Gold, also Öl, investieren. Beachte jedoch, dass der Wert von Öl oft stark schwankt und dass es nichts für Anleger mit schwachen Nerven ist. Es ist auch nicht die beste Wahl für Investoren, die umweltfreundliche und nachhaltige Anlagen bevorzugen. Bei Rohstoffen wie Kaffee und anderen Nahrungsmitteln ist ebenfalls Vorsicht geboten. Du solltest abwägen, ob es ethisch vertretbar ist, mit Lebensmitteln zu spekulieren und möglicherweise Hungersnöte zu verursachen oder zu verschlimmern. Kernaussage 9: Wenn du abenteuerlustig bist, mache dich auch mit den sehr neuen Formen von Investitionen vertraut. Du kennst nun die etablierten Investitionsmöglichkeiten wie Aktien, Anleihen, ETFs, Rohstoffe und Gold. In den letzten Jahren sind jedoch viele neue Finanzprodukte auf den Markt gekommen, die du in Erwägung ziehen kannst, um deine Investmentstrategie zu erweitern. Eine immer beliebtere Option sind P2P-Kredite, bei denen Privatpersonen anderen Privatpersonen Geld leihen. Du kannst Projekte oder Unternehmen unterstützen, die du interessant findest. Plattformen wie Auxmoney und Mintos ermöglichen einen einfachen Einstieg und die Renditen bewegen sich derzeit zwischen 5 und 12%. Wichtig ist jedoch, dass du dich gründlich informierst, bevor du dein Geld investierst. Ein weiterer aufstrebender Bereich ist das Crowdinvesting. Hier kannst du in Startup-Unternehmen investieren, die dich mit ihren Geschäftsideen überzeugen.
Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass Crowdinvesting nicht dasselbe ist wie Crowdfunding, bei dem du Geld einfach spendest. Beim Crowdinvesting hoffst du auf potenziell hohe Gewinne, aber es birgt auch das Risiko des Kapitalverlusts, wenn das Startup scheitert. Eine weitere relativ neue Anlageform sind Real Estate Investment Trusts, REITs, die von Unternehmen genutzt werden, um Immobilien wie Einkaufszentren, Krankenhäuser oder Hotels zu finanzieren oder zu verwalten. Du kannst in einen Bruchteil dieser Immobilien investieren. Deutsche REITs dürfen keine Wohnimmobilien finanzieren, was moralische Bedenken in Bezug auf Wohnraummangel und Gentrifizierung mindert. Kryptowährungen wie Bitcoin und andere digitale Assets sind ebenfalls eine relativ neue Investitionsmöglichkeit. Obwohl sie wegen ihres anonymen Charakters in Verruf geraten sind, haben sie viele Menschen zu Millionären gemacht. Kryptowährungen wurden als Reaktion auf die Finanzkrise entwickelt und sollten eine Alternative zum traditionellen Bankensystem sein. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass es auch betrügerische Elemente in diesem Bereich gibt. Unabhängig von der gewählten Investitionsform ist es entscheidend, dass du dich regelmäßig selbst reflektierst und deine Reaktionen auf die Börse überwachst. Angst und Gier sind Gefühle, die viele Anleger erleben, jedoch ungern besprechen. Dies ist ein normaler Teil des Investierens. Ob du ein passiver Anleger bist, der auf ETF-Sparpläne setzt, oder ein aktiver Investor, der Kursentwicklungen beobachtet und schnelle Entscheidungen trifft, du wirst dich im Laufe deiner Börsenreise besser kennenlernen. Das Wichtigste ist, Mut zu haben und mit Bedacht vorzugehen. Zusammenfassung zum Buch Easy Money von Margarete Honisch. Die gesamte Kernaussage dieser Zusammenfassung ist, dass es wichtig ist, klug mit deinem Geld umzugehen und sinnvoll zu investieren, anstatt es einfach auf einem Sparbuch zu lassen. Hier sind einige konkrete Schritte, die du unternehmen kannst. Erstens. Nutze eine Finanz-App, um einen besseren Überblick über deine Einnahmen und Ausgaben zu haben. Zweitens. Überprüfe deine Versicherungen und vermeide unnötige Policen. Haftpflichtversicherung und Berufsunfähigkeitsversicherung sind wichtig, aber einige Versicherungen sind möglicherweise überflüssig. Drittens. Betrachte nachhaltige Investitionen. Es gibt nachhaltige Börsenprodukte wie ETFs und Anleihen, die in klimafreundliche Projekte und ethische Anlagen investieren. Dies ermöglicht es dir, dein Geld sinnvoll und ethisch anzulegen. Indem du diese Schritte befolgst, kannst du deine finanzielle Zukunft sicherer und nachhaltiger gestalten. Vielen Dank, dass Sie zugehört haben. Ich hoffe, Sie haben wertvolle Einblicke und Inspiration aus dieser Zusammenfassung gewonnen. Wenn Ihnen diese Zusammenfassung gefallen hat und Sie mehr spannende Buchzusammenfassungen hören möchten, dann würde ich mich sehr über Ihr Like für dieses Video und Ihr Abo für unseren Kanal freuen. Auf diese Weise verpassen Sie keine unserer kommenden Zusammenfassungen und bleiben immer auf dem Laufenden. Teilen Sie gerne Ihre Gedanken und Einsichten, die Sie mit dem Buch gemacht haben, unten in den Kommentaren mit uns. Teilen Sie Ihre Meinung und lassen Sie uns gemeinsam in einen interessanten Gedankenaustausch eintreten. Nochmals vielen Dank fürs Zuhören und wir freuen uns darauf, Sie beim nächsten Buch wieder hier zu begrüßen. Bis bald!